Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Murago, und diese Therapie ist, na, kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Borderlands, Borderlands 3 und auf dem schönen Planeten, jetzt kommt's, Necrotefea. Ha, ich hab geübt, aber, naja. Gut, was müssen wir als nächstes tun? Und zwar begib dich zur Kammer. So, haben wir noch andere Quests hier? Weil bevor wir uns in die Kammer stürzen, versuchen wir doch lieber mal noch irgendwelche andere spannende Dinge anzustellen. Weil hier ist so viel zu tun. So, da wäre... Oh, hier gibt es zum Beispiel was zu tun. Was haben wir denn hier zu tun? Was wäre denn das? Missionsgeber, entdecke die Prüfung der Überlegenheit. Alles klar. Das heißt, wir müssten theoretisch uns hier einmal komplett durchballern. Das könnte man tun. Oder wir begeben uns. Oh, was ist das? Also, merkwürdig, da ist schon mal eine Flecke anmarkiert. Könnten wir uns. Ja, eigentlich bräuchten wir bloß nach da fahren. Machen wir das mal. Bewegen wir uns nach da. Das heißt, wir kaufen noch ein bisschen Munition nochmal ein, wenn wir noch welche brauchen. Okay, dann gehen wir auch. Wenn wir so nicht rausgeworfen werden, dann gehen wir mal da draußen. Und zwar durch das, die getarnte Wand. Und wir gucken mal, was da uns erwartet an Quest. Einmal durch, erstmal die Waffen durchchecken hier. Also Würfel, der da dreht, ist aber ganz hübsch. Okay. So, Fahrzeugspawn. Hallo, Fahrzeug. Mal gucken, was uns, als Default gegeben ist. Müsst ihr da... Genau. Müsst ihr, wie gesagt, ja der Outrunner mit Schweberäder sein, ja. Ja, da kann man quer fahren. So, und dann sieht das nämlich so aus. Wir rammen um irgendwo gegen. So, mein Freund, du willst der Nächste sein? Oh, so sieht das aus. Ja. Okay, da zeigt mir aber gerade noch was an. Dass ich hier irgendwo ein Claptrap befinden soll. Ah, ich sehe ihn schon. Okay. Da holen wir uns dann unser Claptrap hier raus. Okay. So. Alles klar. Darüber werden noch Lieder gesungen. So, damit haben wir den Claptrap gefunden. Oh, und wir fahren weiter. Hier scheinbar richtig zu sein. Weil hier geht es nicht mehr weiter. So. Okay, eine Wiederbelebungsstation. Malibar-Zeugs. Alles super hier. Und auf hier mit dir. Obwohl, wie gesagt, Munition haben wir ja gerade mehr oder weniger aufgenommen. So. Die Frage, wo lohnt sich das jetzt? Ja, in diese Richtung einfach. Oder müsste die hinten über ein Ausrufezeichen sein? Wir laufen förmlich drauf zu. Okay, ein Ausrufezeichen. Entdecke die Prüfung der Überlegenheit. Suche die Prüfung der Überlegenheit auf. Okay. Was finden wir denn hier? Munition, Munition. Ein bisschen was haben wir ja verballert vom Sturmgewehr. So. Ja, und nun? Und nun? Und nun? Und nun? Und nun? Und nun? Ich verstehe es nicht. Was will es mir damit sagen? Gucken wir einfach mal rein in die Mission. Ob sich da jetzt irgendwas getan hat und was Neues gekommen ist. Ah ja. Wo ist denn das aktuell? Begib dich zum Tempel. Navigiere die nach der Obsidianhalle. Suche die Prüfung.
Schwierigkeitsgrad, da haben wir auch noch was Schickes. Okay. Schauen wir mal. Wozu müssen wir denn da hin? Ja, wieder halb zurück. Weil die Mission nämlich nicht hier ist, sondern... Alles klar, das, der will uns nur dezent mitweisen, Mission nicht hier. So, und diese Mission? Aktiviere da. Ja, das können wir machen. Ist ja förmlich um die Ecke. Wo kommen wir hier runter? Theoretisch ja, will ich aber nicht. Weil wir müssen eben bis nach da vorne laufen, weil da vorne eben unser Fahrzeug ist. Oh. Interessant, dieser Würfel. Ich bin mal gespannt, was mit dem Würfel noch auf sich hat. Vielleicht gar nichts. Vielleicht doch alles. So, Alter, hat's wieder gerumst. Bin ein bisschen orientierungslos. Hier müssen wir nicht, aber wir können trotzdem mal hier runterfahren. Mal gucken, was wir entdecken. Aber so gesehen... gibt's hier nur Viehzeug. Okay, was unsere Fahrzeuge kaputt machen. Ja, kommt ein paar Viehzeuge raus. Ist jetzt nicht so große Problem für uns hier. So, außer dass unsere Karre fast explodiert. Also, kommt noch einer. So. Der ist aber matsch, bevor er gelandet ist. So, und die Frage ist, wie kommen wir da rein? Indem wir einfach mal einen Nahkampf machen. Da hat sich doch der kleine Ausflug hierher gelohnt. No, aber bevor wir den mitnehmen, gucken wir uns noch ein bisschen hier um. Schicke Pflanzen, die komische Dinge ausmachen. Aber ich habe nämlich aus dem Augenwinkel da hinten die eine Kiste gesehen. Da werden wir auch gleich nochmal reinschauen. Was verbirgst du? So, und aufmachen. Benutzen. Was wohl? Pistolen. Na, kein Bock auf Pistolen. Und damit will ich mir ja auch gar nicht erst mal anfangen, mich jetzt damit zu beschäftigen. Ganz ehrlich. Das wird mir dann auch zu viel. Okay, hier noch eine Maliban-Kiste. Mit noch mehr Pistolen. Wie gesagt, dezent habe ich den Verdacht, dass er irgendjemand will, dass wir alles mit Pistole spielen. Aber sie haben mal einen schicken. Denk dran, beim Catcher einzuhalten, damit ich das Teil ins System laden kann. Oh. Okay, ein Catcher befindet sich da. So, einmal scannen und dann. Das Problem ist, wenn das Ding scannt, warum wird das Ding nicht verliert? Okay. Dann apropos Hammertechnik, da holen wir uns ein neues Fahrzeug. Meine Karren haben zwar keine Tastenhalter, aber die sind schnell. Okay, gibt's hier noch was Spannendes? Nein. Dann halten wir uns einfach mal hier lang rum. Hier rauf zum Tempel. Weil wir sollen uns ja zum Tempel begeben. Die Energiefalle zu platzieren wird jeden Wächter in der Nähe aggressiv machen. Also. Falle platzieren, dann laden und entsichern. Okay. Ah ja, das ist ja ganz einfach. Wir müssen hier nur da platzieren. Einfach hingehen, platzieren. Ja, kommen Sie. Sei vorsichtig. Vorsicht ist hier weniger gefragt. Eher ein Badass. So. So, da haben wir unser Badass rausgepackt. Wurde getötet. Auf nimmer Wiedersehen. So, die Drohne raus. Genau so musst du das machen. Lass sie nur kommen, Kammerjäger. Kammerjäger, deine Killskills sind deine Augenweide. Okay, schön, dass es wenigstens eingefällt. Man muss trotzdem sagen. Einige wollte ich für die sie haben. So, Besessener. Aufgepasst! Da fliegt dir die Kacke auf die Ohren, sag ich dir. Okay.
Ein Besessener und noch ein Besessener. Hopp. Stabilisator von einem Zyklon und ein Stoßdämpfer von einem Motorrad sollten reichen. Okay, aber erstmal will man hier für Ordnung sorgen. Und ein bisschen Medic einsammeln. Ruhig mal nachladen, ist ja nicht so, dass wir mitten im Gefecht sind. Das kriegen wir hin, damit haben wir ja schon Übung. Hoppala, hier die Treppe rauf. Da haben wir unseren Outrunner. Und Maliban zerstört. Maliban mit Quippe zerstört, das mache ich am liebsten. So. So, wo ist seid ihr denn? Die nicht mal so schwierig zu treffen werden. Ah ja, die Zyklopen sind halt immer relativ schnell. Wow, keine Ahnung, wie du das machst, Kammerjäger. Nur gut, dass du auf unserer Seite stehst. So, was haben wir denn da? Wenn du ein feiger Einfallspinsel bist, heißt das nicht, dass alle so sind wie du. Ein Schild? Dann pinsel ich halt ah, da ist der Teil. So, ein Outrun brauchen wir noch. Dann machen wir erstmal die Gegend und warte. Au, da ist genau das, was ich suche. Hallo. Schön, dass sie immer planmäßig im Kreis fahren. Okay, der hat gesessen. Okay. Ich wünschte, ich könnte sowas fahren. Nein, sowas. Wo ist das Teil? Ah, da ist das Teil. Du erfüllst kaum deine Primärfunktion. Ah, ne, bis dahin hat es ihn geflogen. Das nehmen wir schnell mit. Sieht aus, als hättest du alles. Kehre zu mir zurück. Dann bauen wir unsere finstere Kanone zusammen. Eine Kanone ist immer gut. Jop. Finster, besonders die finsteren. So, das hat sie auch erledigt. An. Okay. Ah, da haben wir doch was gefunden, was uns auch noch entertaint. Und das sind, gucken nochmal, wie der da hochkommt. Okay, von hier aus nicht. Hm, wie. Ah, hier könnte man auch hochkommen. Manchmal muss man einfach nur die Sachen, wo sie sich von hinten betrachten. So. Oh, hier geht's rauf. Beziehungsweise darauf. Gekonnt, der Sprung hier rüber. Der Sprung hier rauf. Naja, im Prinzip schon. Nur richtig, halt so. Und dann der gekonnte Sprung hier rüber. Und schon. So, und schon war das relativ schnell erledigt. So, für alle da war nochmal der Bodenschmetterer. Einfach runter und ducken. So, jetzt zurück. Da will ich. Ach, hier muss ich rein. Hier muss ich rein. Ja, manchmal ist das mit der Orientierung nicht ganz so einfach.
Besonders wenn das an jeder Ecke gleich aussieht. Dann ist das nicht so einfach herauszufinden, welche Ecke anders aussieht. Wie gesagt, wenn alles gleich aussieht. So, kehren zum Forschungszentrum zurück. Mal gucken, was die für eine Kanone dann für uns haben. Ach ja, hier muss ich durch. Immer ein bisschen irritierend dann, wenn man auf die Wand zulaufen muss. Platziere die Teile, die du gesammelt hast, und leg die Energiefalle neben den Prototyp. Ach, da drüben. Ich wollte nur fragen, wo. So, da hinlegen. So, wo muss die Energiefalle hin? Ah, da muss die Energiefalle hin, weil wir brauchen hier Energie. Vorsicht, diese Energie ist flüchtig. Ja, wo flüchtet sie denn? Oh nein, ich glaube, das Ding fliegt in die Luft. Zurück! Ja, ich geh mal in Deckung hier. Falscher Alarm! Nicht wirklich Mikrowellenkong. Dieses helle Licht über den. Bitte sehr, Kammerjäger. Unsere finstere Kanone wartet. Oh, eine Finsterkanone. Sie ist so wunderschön. So finster. Und so kanonisch. Ja. Kammerjäger. Und die Welt erzittert vor Furcht. Na, worauf wartest du? Du hast eine schicke, finstere Kanone, oder nicht? Geh da raus und töte ein paar Malewon. Du Naturgewalt, du. Du wundervolles Monster. Boah, Gott, boom, Gott. Boom, Baby. Der ist mir auch suspekt. Mal gucken, was er noch hat. Du hast nichts zu tun. Geh schlechte Schwingungen. Diese Nekrobeben legt alles in Schutt und Asche. Das ist furchtbar. Wir müssen es stoppen. Ja, das finde ich auch. Du hast sicher die Nekrobeben gespürt, Kammerjäger. Das muss Maliwans Werk sein. Alles klar. Bebenzeit ist die beste Zeit. Wie du siehst, findet Sparrow Nekrobeben lustig und cool. Okay. Aber wenn die nicht aufhören, wird dieser Planet in Stücke gerissen und alles darauf wird ausgelöscht. Was objektiv betrachtet nicht cool ist. Setze diese Signale ein, um die Quelle der Beben zu finden. Okay, Signale, welche Signale? Ach, die. Schlechte Schwingung. Nimm noch ein paar Sprengsätze mit, für alle Fälle. Oh, Sprengsätze, für alle Fälle. Zuerst das erste Signal. Okay, wo soll ich denn das platzieren? Ah, da drüben. Kontersprung hier rüber, Signal platzieren. Nur noch zwei. Wir müssen die Signale triangulieren, um die Quelle des Nekrobebens zu bestimmen. Ja. So, warum müssen die anderen irgendwo draußen stecken? Aber wir haben ja nichts zu tun. Wir müssen ja keinen Planeten retten. Pandora geht ja auch super momentan. Man kann also kein Dreieck ohne drei Punkte erstellen. Hol jetzt kein Papier raus. Ich kenne mich aus mit Dreiecken. Wir sind abgefahren. Gott. Nein. Du übersiehst das Wesentliche, Sparrow. Wenn die Beben nicht aufhören, könnten wir sterben. Na und? Dreiecke! Okay, Dreiecke. Wo muss er denn hingepackt werden? Blick auf die Karte. Ich glaube, so einfach, wie ich mir das gedacht habe, ist es nicht. Ah, doch, geht. Und dann dahin. Ja, da können wir doch eine Quest mitnehmen. Irgendwo muss hier ein zarter, dünner Zugang sein. Ah ja, und zwar hier. Hier jetzt raus und da drinnen bauen wir den nächsten Punkt auf. Ist doch alles beschaulich hier und alles friedlich. Motor des Verfalls. Ich weiß nicht, ob ich mich hier noch mehr umschauen möchte, weil ich habe Angst, dass da schlimme Sachen auf mich warten. Zum Beispiel sowas. Ihr habt da Freunde. War doch gar nicht so schlimm, oder? Genau. Und auch nicht so schwer. Wächter. Da rollt noch Einzelteile in die Gegend hier. So, war doch einfach ruckzuck erlebt. Eigentlich sollte ich da hier irgendwo das platzieren. Ach nee, doch nicht. Da hinten. Okay. Wo Drohne raus, damit die was zu tun hat. Immer Ruhe nachladen, ist ja nicht so. Okay. Das hat jemand anders geklärt, das Problem. Wir können dann ganz entspannt hier weiterlaufen in diese Richtung.
Ich wollte sagen, wir wollen mich hier nicht weiter umgucken und schon machen wir jetzt Sightseeing hier. Okay. Wer ist hier schlecht gelaunt? Ach, er da. So, okay. Die Sniper ist für solche Aktionen wieder zu doof. Okay, da platzt er. Okay, da sehe ich noch einen roten Punkt. Aus. Auch ist er hin. So. Der Drohnen sagt ja schon, wir sollen das da ausstellen. Dann machen wir das auch mal. Da haben wir das wenigstens erledigt mit dem Ausstellen. So. Ah ja, der wusste wenigstens, dass die hier sind. Aua. Ganz doofe Idee, ihn hier rausholen. Oh, aua. So, Fette draufhalten. Achso, das ist unsere Drohne. Schön, dass du ihn runtergeholt hast. Auch weg. Noch mehr Viehzeug. Ist immer interessant, wenn ich den halben Planet umbringen will. So, auch hin. So, rechts und so links explodiert das alles. Oh. Okay, komm her. Jetzt bleib weg. Okay. Ducken wir uns mal hier lang durch. Okay, noch mehr Viehzeug. Auch hin. Schlimmer ist aber fliegendes Viehzeug hier. So, für was hat man denn Nahkampf ab? Wenn man sie nicht benutzt. Und für was hat man denn komisches Zeugs, was hier einem anspringt, wenn man sich killt? So, in der nächsten Folge werden wir uns dann auch Gedanken machen, was wir mit dem, mit dem Erfahrungspunkt machen. So, das komische Blümchen, was auf uns schießt, haben wir auch erledigt. Oh, hallo Kiste. Die Drohne raus, die ist immer gut gegen fliegende Objekte hier. Auch weg. Laufen wir in eine Richtung, ich hoffe, es sieht gut aus. Wenn wir da lang weiterlaufen, kommen wir zu unserem Fahrzeug und dann sind wir raus aus diesem Schlamassel. So, also haben wir doch hier die Gegend im minimalsten Momentchen erkundet. Als solches, wir müssen noch einen von den Sendern setzen und dann finden wir die Quelle des Bebens. Das würde mich bebend interessieren, was dahinter steckt. So. Jetzt sind wir auch unserem Outrunner, da sind wir sicher als solches. Bis zum nächsten Mal. Damit machen wir einen Plan, machen wir mit dem Skillpunkt machen. Bis dahin, ich bin Mac Vurago und sag Servus und Ade.